ich bin für keinen zu sprechen jetzt. So, weg. Ende. So, Ende. Also Sascha, heute ist, Moment, der 5.6.2013. Gestern hattet ihr wieder Umgang mit eurem Sohn. Das war der zweite Umgang. Das zweite. So, der zweite Umgang. Was gab es für Veränderungen zum ersten Umgang? Ja, nach dem ersten Umgang, wo ich gesagt habe in dem Film, dass der Daniel total vernachlässigt aussah, total dreckig war und total die Haare verfilzt und kam der auf einmal, hat der Haare geschnitten gehabt, andere Klamotten vernünftig angehabt und dann die Umgangsbegleiterin hat kein Handy bei gehabt, ne, und die hat sich auch wegen Handy entschuldigt gehabt bei mir, dass sie dabei gehabt hat. Also wo wir da reinkamen, zuerst habe ich den Daniel nicht gefunden gehabt, haben wir so gespielt gehabt, ob wir den nicht finden, und dann hat er sich unter dem Tisch versteckt gehabt und dann ist er unter dem Tisch rausgekommen, hat gelacht, ist sofort auf mich draufgesprungen, hat sich gefreut, hat mich in den Arm genommen gehabt. Ich wollte mal eben fragen, da können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja. Würdest du sagen, dass das Video, was wir gedreht haben, über den ersten Umgang seine Wirkung nicht verfehlt hat? Ja, würde ich mal sagen, ne? Der hat nicht verfehlt. Also, nachdem mal du der nachts den Videofilm rausgebracht hast, ne? Und gab es eine Veränderung. Auf einmal war der richtig vernünftig angezogen, Haare geschnitten, die Nägel waren sauber, andere Schuhe hat er angehabt. Und dann hat der Daniel gesagt, was mich auch sehr stutzig gemacht hat, ich bin jetzt seit einer Woche aus den Elbern ausgezogen. Na? Und da habe ich ihn gefragt, warum, wie, du bist ja schon länger hier. Dann hat er nochmal gesagt, dass er seit einer Woche schon jetzt da hier wohnt, in Hannover. Ja. Er hat das also nicht genauer erklärt, sondern hat einfach nur diesen Satz wiederholt. Wenn es tatsächlich so gewesen wäre, wäre das eine Erklärung dafür vielleicht, dass der Junge so unvorbereitet und mit unpassender Kleidung euch begegnet ist beim ersten Mal, weil demnach wäre er gerade erst dort angekommen. Ja, ja. Die Frage ist, ob man das glauben soll. Weiß ich nicht, ob man das glauben soll, aber ich meine, wie heißt das nochmal, Kindersprichwort, Kinder? Mund? Ja, ich weiß es nicht, aber tut Wahrheit kund. Genau so ist das. Aber nicht, wenn die Kinder monatelang unter der Knute von Psychologen gewesen sind, die anderen Kindern Geld verdienen. Ja. Die haben, das kennen wir hier aus Düsseldorf, aus diversen Einrichtungen, ihre Möglichkeiten, Kinder zu manipulieren, dahingehend sogar die eigenen Eltern zu beschuldigen. Ja, was Kinder normalerweise niemals machen würden. Diese Leute haben ja auch keine Skrupel, den Kindern damit Schuldgefühle aufzuzwingen. Dann, wo wir da reinkamen, da lassen wir erstmal am Tisch. Ne? Dann wollte er unser Sohn fotografieren. Ne, zuerst hat er gesagt, er hat Hunger. Da habe ich zu ihm gesagt, soll der Papa dir was holen? Zu essen? Ja, zu essen, weil er Hunger gehabt hat. Dann hat sie gesagt, ihr wird nicht was abgeholt, ihr wird auch nichts fotografiert heute. Wir dürfen nicht fotografieren, weil er fotografieren wollte, das Bild, was er gemalt hat. Ne? Und also wir dürfen keine Fotos machen, wir durften auch keine Fotos machen. Also Fotos durften wir auf jeden Fall nicht machen, Fragen stellen. Nur was Fragen so betrifft, was nicht Beweismaterial ist für sie. Ne? Hat sie das so gesagt? Nein, so gesagt nicht, aber ich denke mir, verstehst du? Und die ist immer rumgerannt, ne? Speziell auf mich. Okay, also auch diesmal habt ihr erhebliche Kosten gehabt, ja, Reisekosten, klar. Hotelkosten. Kosten, Dankkosten. Und es wird sehr interessant sein, die zu beobachten, wie die Behörden sich verhalten, wenn ihr diese Forderungen stellt. Das muss euch bezahlt werden, weil ihr euch das gar nicht leisten könnt. Ja. Schauen wir mal, wie die sich verhalten, beziehungsweise wie die dann folgenden Prozesse um das Geld aussehen.
Ja, aber ich weiß ja nicht, ob ich diesen Menschen, der uns hier hilft, ob ich das öffentlich sagen darf oder wer uns unterstützt. Das weiß ich nicht. Das darfst du nicht sagen. Gut, mache ich nicht. Alles klar. Aber ich bedanke mich auch öffentlich bei den diesen Personen, die uns unterstützt. Name bleibt unbekannt, aber ist egal. So, danach haben wir mit unserem Sohn gespielt, aber da war so ein Teppich, haben Autos gespielt gehabt mit denen. Und er wollte immer was sagen, aber der hat sich nicht getraut, weil er genau weiß, was ihn dann blöd. Ne? Und da hat er gesagt, ich darf nur 2 Schokolade essen, wenn ich mehr als 2 Schokolade esse, kriege ich sofort 1 Woche Fernsehverbot. Und dann hat er mich gefragt, Papa, hast du auch Fernseher? Habt ihr auch Fernseher? Sag ich, na ja, Fernseher haben wir, Papa guckt aber sowas nicht. Ne? Ach so, und dann hat er erzählt, da kommen so abends immer so nackte Frauen in den Fernseher. Aber Papa, ich gucke immer weg. Ne? Sag ich, was für nackte Frauen? Ja, sagt er, halt nackte Frauen kommen, aber ich gucke immer weg, ich mag sowas nicht sehen. Da muss ich mir Fragen stellen, warum das nicht sehen will. Dann gehen wir mal davon aus, dass die Folge dieses Videos sein wird, dass er in Zukunft jugendfreies Fernsehprogramm bekommt. Ja, bestimmt. Ja. Und danach haben wir... Das lässt allerdings auch Rückschlüsse zu auf das intellektuelle Niveau der Betreuer, die diesen Fernseher laufen lassen, die sich vielleicht selber daran delektieren. Und die Kinder kriegen das halt mit. Ja. Und dann... Dann hat der Daniel wieder geäußert gehabt, also der hat einen Wunsch gehabt, er möchte mit uns rausgehen und er durfte wieder nicht rausgehen mit uns, weil diese Umgangsbegleiterin möchte nicht mit unserem Sohn rausgehen, obwohl wir damals bei Elwangen, wenn der Daniel durcheinander war, sind wir sofort auch wieder mit ihm rausgegangen, da kam der wieder in ein Haus drin, da wo wir waren. Total beruhigt, war ruhig, nett, lieb. Na, aber diese Frau möchte einfach nicht mit ihm rausgehen. Keine Ahnung warum. Aus Angst, ja, dass was passiert oder dass die Wahrheit rauskommt. Na, eins von beiden muss ja so sein. Es ist beides. Ja. Sie wollen nicht, dass die Wahrheit rauskommt und vor allen Dingen haben sie wahrscheinlich Angst, ihr könntet mit dem Kind abhauen. Was eine ganz natürliche Reaktion wäre, nach dem, was man euch angetan hat. Die wissen, wovor sie Angst haben und sie wissen auch, warum sie Angst haben. Ja, ich meine, abzuhauen, damit kommt man nicht weit. Diese Leute muss man einfach öffentlich am Pranger stellen. Ja. Was sie gemacht haben, was sie mit unserem Sohn gemacht haben. Ja. Und speziell diese Leute vom Jugendamt Gladbeck, die haben kein Recht mehr, da nach Hause, nicht nach Hause, sondern da festzuhalten. Die haben kein Recht mehr und keine Gründe mehr. Was ist eigentlich als Grund genannt worden für diesen ganzen Wahnsinn? Ja, erziehungsunfähig und nicht förderfähig. Das heißt, die Experten, die jetzt das Kind erziehen, gewöhnen ihn schon mal an Softpornos im Fernsehen. Genau. Und die entsprechende Steigerung kann man sich dann für später vorstellen. Genau so ist das. Ja, dann hoffen wir mal, dass auch die Jungs vom OLG Stuttgart sich das anschauen und überhaupt sich mal ein bisschen um die Kinder kümmern, die sie da so... ohne mit der Wimper zu zucken, aus Familien rausholen. Und dann hat der Daniel noch zu mir gesagt, Alter zu mir. Alter. Sag ich, Daniel, ich bin nicht dein Alter, ich bin dein Papa. Nö, ich darf sagen zu dir, du bist mein Alter. Er darf das sagen? Ja. Wer hat ihm das erlaubt? Das hat er mir nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wie kommst du auf solche Wörter, Alter? Ja, sagt er, da habe ich zu ihm gesagt, jetzt bist du cool, sag ich, jetzt bist du richtiges cooler Junge, sagst du, Alter, und hau ab und lass mich zufrieden, ich möchte das nicht und geh weg und so, sag ich, du bist jetzt ein cooler Junge, sag ich, du bist jetzt in einem Alter, wo du cool sein kannst. Ja, die Frage ist allerdings,
ob er das sagen darf oder ob er das sagen soll. Das habe ich keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nur eins, dass er zu mir Alter gesagt hat, zu seiner Mutter Alte gesagt hat. Wenn der Junge sagt, dass er das zu euch sagen darf, dann ist genau darüber ja auch gesprochen worden. Kann sein. Davon kann man ausgehen, wenn er sich so ausdrückt. Wir haben ja eben gesagt, Kindermund tut Wahrheit kund. Genau so ist das. Ja, das wird er nicht geträumt haben. Das ist diese Art von Beeinflussung, die wir auch aus anderen Fällen kennen. Kinder werden gegen ihre eigenen Eltern aufgehetzt. Mhm. Sie dürfen keine Fotos machen. Mhm. Jetzt bin ich aber traurig, hat der Daniel gesagt. Aha, aha. Ja. Sie dürfen keine Fotos machen, hat er gesagt, jetzt bin ich aber traurig. Also diese ganzen netten Sachen, die zwischen Eltern und Kindern ablaufen können, was also vom Niveau her mal über Pornostreifen hinausgeht, das ist nicht erwünscht. Naja. Ja? Also halten wir mal fest, der Junge sieht Pornos, der Junge wird, es wird darüber gesprochen, dass er euch respektlos anreden darf. Ja. Ja, das ist ihm wohl, wenn nicht aufgetragen worden, sondern zumindest expresses Verbes erlaubt worden. Und dann darf man gespannt sein, was da in Zukunft noch kommt. Ja, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, dann hat meine Lebensgefährtin jemand massiert, ne? Wie immer, bei jedem Umgang. Rückenmassage. Genau, mit Bodylotion da. Und da war der auf einmal wie verwechselt. Total ruhig, relax. Ja. Weil unser Sohn weiß, was gut ist. Und seine Mutterliebe und Vaterliebe fehlt ihm sehr. Ja. Und wir werden, Daniel, wir werden dich niemals aufgeben. Wir sind deine Eltern und die können machen, was sie wollen. Auch bis Ende der Welt fahre ich, wenn es drauf ankommt. Und wir, die Unterstützer, wir werden euch nicht aufgeben. Dankeschön. Euch beide, genauso wie auch alle anderen Opfer, die, mit denen wir zu tun haben. Und hoffentlich auch diejenigen, die sich in Zukunft noch melden. Es geht also darum, hier eine starke Gemeinschaft aufzubauen, dass die Leute sich gegenseitig unterstützen, auch finanziell. Weil die Strategie der Behörden und wohl auch der Justiz, wie man an diesem OLG-Urteil ablesen kann, den Jungen also ganz bewusst mehrere hundert Kilometer von euch weg zu verfrachten, in der Hoffnung, ihr könnt euch die Reise dahin nicht leisten, um euch gegenüber diesen Behörden und diesen Exzessen, diesem Machtmissbrauch zu schützen. Genau. Und ich möchte noch was hinzufügen. Daniel, wenn du irgendwann dieses Video mal siehst, möchten wir dir sagen, auf diesem Wege, wir lieben dich über alles und wir werden dich niemals aufgeben. So. Das ist auch insofern gut, dass diese Videos Bestand haben, dass sie im Internet bleiben. Irgendwann sehen die Kinder das. Und es wird den Kindern so oft gesagt, eure Eltern kommen nicht, weil sie euch nicht mehr lieben. Obwohl man diesen Eltern den Umgang verbietet, damit die Kinder hinterher sehen können, dass es alles nicht war. Die Eltern haben in der ganzen Zeit um sie gekämpft, haben sich angestrengt, haben ihre ganze Existenz geopfert, aus Liebe zu ihren Kindern. Ja. Und noch was zu den Leuten, zu den Jugendamtsopfern. Also wir haben jetzt eine Seite aufgemacht, da möchte ich noch ein bisschen Reklame dazu machen, auch von einem Unterstützer, anonymen Unterstützer, der uns diese Ideen gegeben hat. Diese Seite Freie Familien Radiosender, die ist schon online in dem Internet und da werden wir richtig Randale machen, zu Recht. Also nachdem ihr den Jungen 5 Monate lang nicht gesehen habt. Ja, und da hatte Daniel gesagt, Mama und Papa, wir haben mich nicht mehr lieb. Über einem Jahr war das. Ja, sag das nochmal. Ja. Also wo ich einmal zu Besuch bei ihm war, da hat mein Sohn zu mir gesagt, Mama und Papa, ihr habt mich nicht mehr lieb. Und dazu müsste ich nur sagen, mein Schatz, das stimmt gar nicht. Mama und Papa werden dich immer lieben und immer an dich denken. Solange egal, was die anderen sagen. Egal. Ja. Wir lieben dich über alles, mein Schatz. Ja.
Also da scheint das auch wieder zu funktionieren, die Strategie der Jugendämter. Ja. Sie schützen Familien nicht, sie zerstören Familien. Sie zerstören die Bindung zwischen Kindern und Eltern. Es ist ein Verbrechen, anders kann man es nicht ausdrücken.